Wer hat Bryce Walker ermordet? Diese Frage und viele andere werden beantwortet in der dritten Staffel von Tote Mädchen lügen nicht. Ja, die dritte Staffel ist endlich auf Netflix verfügbar und ich muss sagen, also mir hat sie wirklich sehr gut gefallen. Schließt relativ nahtlos an die ersten beiden an, also storymäßig zumindest. Es ist ein bisschen Zeit seit Staffel 2 vergangen, seit diesem Cliffhanger-Ende, was ja unerträglich war. Und es wird wieder viel auf die einzelnen Charaktere eingegangen und durch den Trailer zur dritten Staffel ist ja klar, Bryce Walker ist ermordet worden, oder zumindest er ist tot. Ob er jetzt ermordet wurde oder nicht, das sei mir jetzt mal dahingestellt. Das werde ich auch noch nicht verraten, weil ihr solltet den Kram ja auch schließlich selber gucken. Und ja, jedenfalls ist das relativ auf drei Zeitebenen, sag ich mal, diese dritte Staffel. Also es ist ähnlich auch wie in den Vorgängerstaffeln, dass hier auch mit Flashbacks gearbeitet wird. In dieser dritten Staffel ist auch ein neuer Charakter mit dabei, eine neue Schülerin, die mit hier eingebaut wurde, der Charakter Arnie, ein Mädchen, deren Mutter für Bryce Mutter arbeitet, als Haushälterin. Und ja, die besucht natürlich jetzt auch die gleiche Highschool wie der Rest der Truppe, die wir ja schon kennen. Und die dritte Staffel beginnt damit, dass sie quasi in einem Verhörraum sitzt und ja, uns mehr oder weniger die Geschichte der dritten Staffel so erzählt. Immer wieder kommt es zu kurzen Sequenzen, kurzen Szenen zu diesem Verhör und manchmal hört man sie auch aus dem Off und dann wird quasi ja die Geschichte erzählt, wie es sich alles hier zugetragen hat. Es ging ja quasi mehr oder weniger zentraler Dreh- und Angelpunkt ist der Homecoming. Ich finde die Erzählweise hier in der dritten Staffel auch recht interessant, dass immer wenn quasi die Geschichte, die erzählt wird, also die, sage ich jetzt mal, fast schon Gegenwart, dann ist hier so das Bild, man hat oben und unten Balken, also nicht komplett 16 zu 9, aber man hat trotzdem diese schwarzen Balken oben unten. Und das Bild ist so ein bisschen ja, kalt und ein bisschen ja, grau noch nicht. Also Farben sind da, aber es ist ein bisschen kalt und die Farbtöne sind ein bisschen runtergefahren. Wenn es aus der Gegenwart wiederum Flashbacks aus der Vergangenheit gibt, dann sind die, ist, hat man ein komplettes Vollbild. Es ist wirklich, die Farben sind auch warm und es ist wirklich farbenfroh gestaltet. Das finde ich ein ziemlich cooles Stilmittel, ehrlich gesagt, das man hier eingesetzt hat. Das macht das Ganze auch optisch sehr interessant. Abgesehen davon, dass jetzt um zurück zur Story zu kommen, auch hier wirklich das Ganze wieder spannend erzählt ist, man fiebert wieder mit, man rätselt mit. So, ist Bryce wirklich ermordet worden? Oder wenn ja, wer war es? Also ich selber habe im Laufe der Story der ersten drei, vier Folgen, es sind ja insgesamt wieder 13 Episoden, habe ich jedenfalls so schon einen Verdacht gehabt, ein bis zwei Leute sehr eng eingegrenzt, wenn er ermordet wurde, wer es denn war. Und ich muss sagen, verdammte Axt, ich habe mal wieder falsch gelegen, obwohl ich mir dermaßen sicher war, also dass es wirklich auf diese zwei Personen den verdächtigen Kreis reduzieren könnte. Aber nein, die Macher haben es wieder geschafft, das Ende so darzustellen, beziehungsweise die Auflösung so darzustellen, dass es doch anders kommt als gedacht. Grob möchte ich nur sagen, dass es auch wirklich hier wirklich spannend inszeniert ist und interessant ist. Es wird so gut wie zu keinem Augenblick langweilig hier. Natürlich reicht es auch wieder ein bisschen storymäßig zurück bis zu Staffel 1, wo Hannah mit ihren Kassetten und mit dem Selbstmord und so. Jedoch kommt das nur kurz vor, also aber gut dosiert eingesetzt hier. Letztendlich geht es wirklich nur darum, von wegen Bryce, wie er sich seit dem Vorfall und seit dem, was in Staffel 2 passiert ist, versucht zu ändern. Er möchte ein neuer Mensch werden. Zumindest lässt er das so durchblicken. Die meisten glauben ihm nicht. Und vor allem Clay glaubt ihm nicht. Er will es einfach nicht einsehen. Er ist wirklich auf diese komplette Anti-Bryce-Einstellung, die er da hat. Und mir als Zuschauer ging es genauso und wirklich so bis zum Schluss, man ist so wirklich so hin und her gerissen, soll man jetzt so ein bisschen Mitleid mit Bryce bekommen, was mit ihm passiert ist, dass er jetzt tot ist und wie er auf die Art und Weise, wie er verstorben ist oder auch nicht. Es ist wirklich schwierig. Er dann verdreht eigentlich so ein bisschen das Gehirn, man weiß, was er alles getan hat, aber man sieht auch, dass er wirklich
wirklich, wirklich, wirklich versucht hat, ein anderer Mensch zu werden, aber nicht wirklich die Chance dazu bekommen hat. Ist halt so moralisch echt so sehr schwierig, von wegen, will man einem so einem Menschen wirklich eine neue Chance geben, der so eine Vergangenheit hat oder nicht? Und hat dieser Mensch eine wirklich so eine neue Chance verdient oder nicht? Sehr schwierige moralische Frage. Jedenfalls so ein bisschen Mitleid hat man irgendwie mit dem Charakter doch, obwohl man eigentlich sagt, ey, so ein blöder Arsch, der hat es nicht anders verdient, als was mit ihm passiert ist. Letztendlich, ob er es verdient hat zu sterben, sei dahingestellt, aber zumindest eine gewisse Bestrafung, so nach dem Motto, ja, dass sein Leben, so wie er es bislang geführt hat, vorbei ist und der halt der Arsch für alle ist, hat er aus meiner Sicht schon verdient. Aber wie gesagt, moralisch sehr schwieriges Thema, ich würde mich da auch nicht komplett festlegen jetzt. Jedenfalls, wie gesagt, die Macher haben es schon so ein bisschen geschafft, so einen zum Grübeln zu bringen und so ein bisschen, trotzdem ein bisschen Mitleid für den Charakter Bryce zu empfinden, obwohl er es, wie gesagt, eigentlich nicht verdient hat. Und was in dieser Staffel auch sehr spannend und heikel ist, also die Polizei sucht ja nach einem Mörder für Bryce und jeder hat wirklich auch so seine Geheimnisse und seine Ecken und Kanten, auch untereinander in diesem Freundeskreis, in dieser eingeschweißten Clique, sind weiterhin Geheimnisse und immer neue Sachen kommen zum Vorschein und man verdächtigt mal diesen, mal jeden, jeder hat ein Motiv letztendlich, aber derjenige, der von der Polizei, sag ich mal, ins Fadenkreuz genommen wird, als verdächtige Person, ist natürlich Clay. Und ja, mit die arme Sau kann einem echt nur leid tun. Das ist wirklich die Person, die in allen drei Staffeln am meisten leidet, am meisten durchmachen muss, auch emotional. Und ja, also das ist wirklich so der Charakter, der mir wirklich alle drei Staffeln durch irgendwie am meisten leid tut. Aber das war's jetzt. Ich will wirklich nicht mehr sagen. Ich sag nur wirklich, Staffel 3 ist wirklich eine gelungene Fortführung der vorhergehenden Staffeln 1 und 2. Und mir hat es wirklich sehr gut gefallen, es war interessant, es war spannend, es war wieder mit zum Rätselraten, also es war wirklich Bombe, eine richtig super dritte Staffel, also dritte Staffel dieses Jahr haben es wirklich gebracht, Stranger Things 3, geil, Tote Mädchen lügen nicht, 3, geil, guckt es euch an, von mir gibt es wirklich so 9 von 10 Punkten, das Ende, ich sag mal so, Staffel 1 und 2 hatten ja Cliffhanger, Staffel 3 hat auch so einen dezenten Cliffhanger, aber wenn man will, kann man hier nach Staffel 3 sagen, okay, für mich ist jetzt Feierabend. Staffel 4 ist natürlich schon bestätigt, nicht erst seit heute. Von daher, ich werde einen Blick riskieren, aber so richtig viel, also die müssen sich schon wirklich was Gutes einfallen lassen, um da jetzt wirklich nochmal so anzusetzen. Ich meine, es ist nicht schwierig, die Story weiterzuführen, aber so, dass es wirklich interessant bleibt und nochmal so, ja, ich weiß noch nicht. Also wir sehen uns auf jeden Fall in Staffel 4 wieder. Und ja, das war's für heute. Ich danke fürs Einschalten und sage bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Fandest du dieses Video auch so lecker? Dann abonnier doch meinen Kanal und schau dir auch meine alten Videos an. Aktiviere die Glocke, damit du keines meiner aktuellen Videos mehr verpasst. Und folge mir gerne auch auf Instagram unter dem Hashtag MatsUpVideo.